Herzlich willkommen zum Transfermarkt TV Kulturtag. Wir wollen heute einen Blick auf die Wunschelf von Tobias Rau werfen. So, hier meine Wunschelf. Im Tor Matze Hein, auch Braunschweiger wie ich, hat mit mir lange zusammengespielt. Auch bei Arminia Bielefeld und auch noch am gleichen Tag Geburtstag wie ich. So, dann in der Abwehr Terry. Kennt jeder, denke ich. Super Verteidiger, den muss man aufstellen. Dazu Mike Franz, jetzt zu Frankfurt gegangen. Super Typ, auch auf dem Platz. Nicht immer, aber so privat auf jeden Fall. Und Maldini spielt, glaube ich, jetzt seine 30. Profisaison. Auch super Spieler. Dann im Mittelfeld Torben Marx, auch lang mit ihm zusammengespielt, schon seit der U16-Nationalmannschaft, glaube ich. Sehr erfolgreich jetzt auch mit Gladbach. Ich denke, der wird eine gute Saison spielen. Dazu Cristiano Ronaldo, überragender Spieler, denke ich, der Beste im Moment. Mit Kaká, auch ähnlich, kennt jeder. Hinter den Spitzen Maradona, denke ich, den muss man auch aufstellen. Da schaut man sich immer gerne Videos noch an, was der da so früher veranstaltet hat. Und im Sturm auf jeden Fall Benny Laut, kenne ich auch schon seit ganz vielen Jahren, habe mit ihm zusammen in der Nationalmannschaft dann debütiert und treffen uns immer noch öfter mal. Super Typ. Und dazu noch im Sturm Gerd Müller, der Bomber. Ja, seine Torquote spricht für ihn und ist privat auch ein super Typ. Ja, und als Mittelstürmer dann Rudi Völler, hat mich ja ins Nationalteam berufen damals. Deswegen hat er das auch verdient, da bei mir als Mittelstürmer aufzulaufen. Danke, Tobias Rau, eine wirklich interessante Elf. Sven, Timo, da ist einiges dabei. Allein schon im Vergleich zu der Wunschelf von Jens Todt, die wir zuletzt hatten, ist hier doch deutlich mehr Qualität in der Mannschaft vorhanden, richtig? Mehr Qualität und etwas ausgewogen. Es ist ein Mix zwischen aktuellen Spielern und ehemaligen Spielern und ein Mix zwischen Weltklasse-Spielern und eigentlich welchen, die man nicht so unbedingt in einer Wunschelf erwartet hätte. Zum Beispiel einen Torben Marx. Ja. Den hätte ich in keiner Wunschelf erwartet. Nee, auf gar keinen Fall. Da muss ich ganz ehrlich sein. Da steht natürlich auch ein bisschen das Bielefelder Herz in mir. Also gut, so überragend habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Was mich natürlich freut, ist, dass es auch wieder ein paar Leute geschafft haben, die man jetzt nicht unbedingt erwartet. So wie Andy Laut, Mike Franz, Matze Hein. Das sind schon eher Leute, die erwartet man da nicht so drin. Und dann im Gegensatz dazu natürlich Kaká, Ronaldo und Maradona im Mittelfeld. Das ist dann schon wieder ein anderes Kaliber. Wobei ich mir noch nicht mal sicher bin, ob Kaká, Maradona und Cristiano Ronaldo Torben Marx überhaupt kennen. Also das ist schon ein netter, aber sehr guter Mix. Und Gerd Müller als alter Bomber der Nation. Gut, der darf eigentlich nicht fehlen. Der darf nirgends fehlen. Nee. Nein, natürlich nicht. Und Maradona natürlich auch nicht. Rudi Völler im Sturm ist natürlich auch immer eine Bank. Also es geht schon. Ganz interessant finde ich dann tatsächlich Mike Franz, Eisenfuß Mike Franz zwischen Paolo Maldini und John Terry. Also mehr, das lässt ja keine Wünsche offen eigentlich. Also besser kann man da Abwehr nicht besetzen, denke ich. Also ganz offensichtlich ein netter Mix aus großen Weltstars und Spielern, mit denen er zusammengespielt hat oder zu denen er in der Freundschaften pflegt. Wirklich sehr sympathisch, sehr interessant. Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Transfermarkt TV Kulturtag. Tschüss.